Ja. Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Kollegen, der parlamentarischer Geschäftsführer ist, eröffne ich jetzt die Sitzung wieder um 15.04 Uhr. Wir werden jetzt auch nicht irgendwelche Fragen stellen über die Anwesenheit, sondern wir sind ja immer noch beschlussfähig, werden es also auch so bleiben. Ich darf, bevor der Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, noch Ihnen mitteilen, dass die Abgeordnete Carina Fissmann von der Fraktion der SPD für die heutige Sitzung entschuldigt ist. Das ist noch für das Protokoll. So, wir haben jetzt auf der Liste Antrag der Fraktion von CDU, Bündnis 90 Die Grünen zum Thema regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen stärken, Lebendtiertransporte vermeiden und mobile und regionale Schlachtungen fördern, der gemeinsam aufgerufen wird mit Punkt 88, dringlicher Antrag der Fraktion der AfD mit dem Thema zum Schutz der Schweinehaltung sind Präventionsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Schweinepest unerlässlich. Die Drucksachennummern 3681 und 3760 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Es wurde vereinbart, eine Redezeit pro Fraktion von 10 Minuten. Und für den Antragsteller oder die Antragsteller des ersten Antrages darf ich Herrn Kollegen Müller das Wort übergeben. Und Moment, ich muss noch richtig drücken. So, jetzt. Ja, schönen guten Tag, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Alle wohlbehalten zurück aus der Mittagspause. Da passt vielleicht auch das Thema jetzt. Was wollen wir essen? Welchen Beitrag wollen wir mit unserem Ernährungsverhalten zum Klimaschutz leisten? Wie wollen wir mit den landwirtschaftlichen Nutztieren umgehen? Das ist eine Frage, die viele Verbraucherinnen und Verbraucher umtreibt. Vielen Dank. Wie können wir unsere Betriebe erhalten? Wie erhalten wir ein auskömmliches Einkommen? Wie können wir den Verbraucherwünschen entgegenkommen? Diese Fragen habe ich mir viele Jahre und auch viele meiner Berufskollegen gestellt. Lösungen zu finden, die beides übereinander bekommen, das wollen wir mit unserer Politik erreichen. Die Verbraucherinnen wollen möglichst regional erzeugte Lebensmittel. So viel steht fest, das haben viele Umfragen ergeben. Die Realität draußen ist aber eine andere. 5 große Lebensmittelkonzerne teilen sich 80 bis 90% des gesamten Umsatzes im Lebensmitteleinzelhandel unter sich auf. Und hinter diesen Vertriebsstrukturen hat sich mittlerweile eine Erzeugungs- und Verarbeitungsstruktur gebildet, bei der Regionalität nur eine untergeordnete Rolle spielt. Regionalität hat in der Regel in den Regalen der Supermärkte keinen Platz. Rühmliche Ausnahme ist vielleicht Rewe mit dem Landmarktprojekt in Verbindung mit den hessischen Direktvermarktern. Es gibt tatsächlich viele Gründe dafür, warum wir als Politiker dabei helfen sollten, die Verbraucherinnen bei ihren Wünschen nach regionalen und aus meiner Sicht natürlich auch nach Bio-Lebensmitteln zu unterstützen. Regionale Erzeugung und Verarbeitung schafft Transparenz bei der Herstellung, schafft Arbeitsplätze vor Ort, vor allem im ländlichen Raum, und sichert eine gute Versorgungslage in Krisenzeiten. Sie dient dabei auch noch dem Klimaschutz und bewahrt auch ein Stück Kulturgut. Und ein guter Nebeneffekt aus meiner eigenen Erfahrung. Regionale Verarbeitung und Vermarktung ist für viele Erzeugungsbetriebe auch der Einstieg in den Bioanbau. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich, dass das Hessische Umweltministerium die Stärkung und Weiterentwicklung der regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen für Lebensmittel zu einem Kernanliegen ihrer Politik gemacht hat. Diese Zielrichtung und die getroffenen Maßnahmen finden dabei unsere volle Unterstützung. Meine Damen und Herren, weitsichtig war in diesem Zusammenhang besonders die Ausweitung der Ökomodellregion auf ganz Hessen. In allen Ökomodellregionen ist genau die Erhaltung und Förderung regionaler Verarbeitungs- und Vertriebsstrukturen als ein wichtiges, wenn nicht gar das wichtigste Thema erkannt worden. In allen Ökomodellregionen wird an diesem Thema gearbeitet. Im Fleischbereich ist die regionale, aus Sicht des Metzgerhandwerks, sogar die eigene Schlachtung im Betrieb die Grundvoraussetzung für ein regionales, nicht austauschbares Fleisch- und Wurstangebot. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Wenn die eigene Schlachtung aufgegeben wird und das Fleisch im anonymen Großhandel zugekauft wird, ist das oft der Anfang vom Ende für das Metzgerhandwerk. Der Wettbewerb gegen die Fleischabteilung im LEH ist dann verloren gegangen.
Und aus Sicht des Tierschutzes spricht ganz viel für die regionale Schlachtung. Die Vermeidung von Lebendtiertransporten ist ein wichtiger Baustein für mehr Tierwohl bei der Nutztierhaltung. Und, meine Damen und Herren, da hat Hessen etwas vorzuweisen. Immerhin gibt es noch 490 oder über 490 zugelassene Schlachtbetriebe in unserem Bundesland. Aber, und auch das ist Realität, manche dieser Schlachtstätten sind schlecht ausgelastet und manche existieren leider nur noch auf dem Papier. Das heißt, die Betriebe haben eine EU-Zulassung zum Schlachten, nutzen diese aber nicht oder auch nur eingeschränkt. Nur zwei Schlachthöfe in Hessen, Fulda und Brenzbach, haben noch eine gewisse Bedeutung über die unmittelbare Region hinaus. Der Hauptgrund ist, die industriellen Schlachtbetriebe können einfach billiger schlachten. Je mehr Tiere an einem Ort geschlachtet werden, desto billiger lässt sich der Schlachtprozess darstellen. Allerdings, und das wissen wir auch, oftmals auf Kosten von langen Lebendtiertransporten oder wirklich mieser Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter. Ganz klar muss man an dieser Stelle auch die Folgen der Kommunalisierung in Hessen bedenken. Durch die Übertragung der Veterinärüberwachung auf die Landkreise gibt es einen Flickenteppich bei den Fleischbeschaugebühren, der kleine handwerkliche Betriebe regelmäßig benachteiligt. Die Kommunen müssen kostendeckende Gebühren nehmen. Das führt bei kleinen Schlachtbetrieben zu extrem hohen Fleischbeschaugebühren. Zum Beispiel in dem Schlachtbetrieb im Werra-Meißner-Kreis, wo ich jahrzehntelang meine Tiere abgeliefert habe zum Schlachten, kostet die Fleischbeschau für ein Schwein mittlerweile 12,80 Euro. Wenn Sie nach Heiligenstadt fahren, in einen großen Schlachthof oder auch zu Tönjes, geht dasselbe, die Fleischbeschau, für 1,50 bis 2 Euro über die Bühne. Das ist ein Riesenunterschied. In Hessen ist es mit der Durchführung des Extrawurstprojektes gelungen, zu zeigen, dass Schlachtung sogar im landwirtschaftlichen Haltungsbetrieb, also ganz ohne Lebendtiertransport, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben möglich ist. Zudem konnte auch in Hessen kürzlich eine mobile Geflügelschlachtanlage in Betrieb genommen werden. Beide Projekte wurden mit der Unterstützung der Hessischen Landesregierung realisiert. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, die hohe Anzahl von Schlachtbetrieben in Hessen ist eine super Voraussetzung für die Herstellung von regionalen Produkten, um die uns andere Bundesländer, z.B. Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, beneiden. Aber die nur mäßige Auslastung dieser Schlachtbetriebe zeigt auch, dass die Gefahr besteht, dass wir viele dieser Betriebe verlieren. Und auch die beiden mobilen Schlachtprojekte haben nicht nur gezeigt, dass so etwas im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten geht, also realisierbar ist, sondern es hat sich auch gezeigt, dass einige Vorschriften, z.B. in der EU-Hygieneverordnung oder in der bundesdeutschen tierischen Lebensmittelhygieneverordnung unnötige bürokratische Hürden beinhalten, die ein Hemmschuh für die Weiterentwicklung sind. Und das finde ich an dieser Stelle ganz wichtig. Das habe ich auch schon immer, auch früher schon gesagt in meiner beruflichen Tätigkeit. Es geht hierbei nicht um weniger Hygiene. Es geht auch nicht um weniger Tierschutz, sondern um die Anpassung der Vorschriften an die besonderen Umstände, die einfach anders sind als bei der industriellen Schlachtung. Meine Damen und Herren, auch die Bundesemissionsschutzverordnung differenziert nur unzureichend zwischen handwerklichen und industriellen Betrieben, obwohl die Umweltbelastungen durch diese Betriebe nicht vergleichbar sind. Auch das ist eine Benachteiligung bei Investitionen von handwerklichen Betrieben. Wir wollen am Status quo nicht stehen bleiben. Wir fordern deshalb die Landesregierung dazu auf, die Bundesratsinitiative zur Erleichterung der Weideschlachtung in Deutschland, mit der die Bedingungen für das Schlachten im Haltungsbetrieb erleichtert werden soll, zum Erfolg zu verhelfen. Außerdem bitten wir das zuständige hessische Ministerium, alle Möglichkeiten zu nutzen, um weitere Wettbewerbsnachteile der handwerklichen Schlachtbetriebe auf allen Ebenen der rechtlichen Rahmenbedingungen aufzuspüren und, wenn möglich, an deren Beseitigung mitzuhelfen. Meine Damen und Herren, die regionale Verarbeitung wird in naher Zukunft noch nicht das Potenzial entfalten, was sich viele von uns wünschen. Auch die Verbraucherinnen müssen mit ins Boot.
Ich warne aber davor, die Verantwortung einfach so in die Hand des Verbrauchers zu legen. Die Verbraucherinnen wären damit überfordert. Allein ein regionales Angebot, ein regionales Produkt zu identifizieren, ist schon eine Herausforderung. Einige Supermärkte machen sich die Sache sehr einfach. Sie legen Erdbeeren ins Regal und schreiben dran Herkunft Deutschland, Spanien, Italien. Da kann man sich aussuchen, wo die gerade herkommen, die ich kaufen möchte. So geht das nicht. Wir Grüne, und damit will ich zum Schluss kommen, und ich kann das, glaube ich, auch für die Koalition sagen, wir wollen die Hessische Landesregierung dabei unterstützen, dass die Rahmenbedingungen für die handwerkliche Lebensmittelverarbeitung in Hessen insgesamt noch besser werden. Deshalb bitte ich um Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Zur Begründung. Ja, irgendwie, er mag das Pult. Alles gut. Es muss nur noch desinfiziert werden. Stopp, Sie haben noch einen Zettel liegen lassen. Herr Kollege. Danke. Jetzt wird alles mitgenommen. Als nächstes Herr Schenk, der den Antrag der AfD einbringt und begründet. Sie haben das Wort. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Das aktuell vorherrschende Problem ist die afrikanische Schweinepest, kurz ASP. Seit Anfang September wissen wir, dass diese gefährliche Seuche jetzt auch in Brandenburg in den Wildschweinbeständen ausgebrochen ist. Soweit sich Frau Ministerin Hinz dahingehend geäußert hat, dass der Spree-Neiße-Kreis weit weg von Hessen liege und wir deshalb von der Seuche noch nicht direkt betroffen seien, muss ich hier deutlich widersprechen. Liebe Frau Ministerin, dem ist nicht so. Verehrte Damen und Herren, die hessischen Ferkelzüchter und Schweinemastbetriebe spüren die wirtschaftlichen Folgen schon unmittelbar. Die Tierseuche in den Schwarzwildbeständen, die drohende Gefahr der Ausbreitung und der Übergriff auf die Hausschweinbestände führte bereits zu einem starken Verfall der Handelspreise in Deutschland. Die großen Absatzmärkte, die asiatischen Staaten, China, Korea und Japan und auch die südamerikanischen Staaten verhängten umgehend Importverbote. Verehrte Damen und Herren, die Handelspreise in Deutschland sind dadurch bei Mastschweinen um 37% gefallen, von durchschnittlich 1,72 Euro pro Kilo auf unter 1,25 Euro pro Kilo. Die Ferkelpreise um über 200%, von durchschnittlich 65 Euro auf jetzt 27 Euro pro Stück. Verehrte Damen und Herren, zum Schutz der Schweinehaltung in Hessen und auch Deutschland insgesamt sind solchen Präventionsmaßnahmen gegen die Ausbreitung dieser ASP unerlässlich. Die wichtigste Maßnahme ist die deutliche Reduzierung des Schwarzwildbestandes. Dazu ist eine intensive Bejagung notwendig. Für die zielsichere Bejagung in der Nachtzeit haben wir mit unserem Antrag beantragt, den Einsatz von Restlichtverstärkern mit Infrarotaufhellern zu erlauben. Das heißt also aktives Licht in der Nacht, um einen sicheren Schuss abgeben zu können. Es sind Gemeinschaftsjachten zu organisieren, um Strecke machen zu können. Eine Abschussprämie von 100 Euro pro Wildschwein sollte ausgelobt werden. Eine Abschussprämie ist auch notwendig, da wegen der Corona-Maßnahmen der Absatz von Wildbret über Restaurants und Hotelküchen nur schwer möglich ist. Der Markt ist übersättigt. Weiter sind Wildschutzzäune auf allen Park- und Rastplätzen aufzustellen. Hinweisschilder zur Aufklärung über diese Seuchengefahr sind erforderlich. Und Dekontaminationsmaßnahmen sind bei allen Unfällen mit Schwarzwild in den roten Zonen, also dort, wo unmittelbar die Seuche ausgebrochen ist, durchzuführen. Verehrte Damen und Herren, jetzt komme ich mal zu dem Antrag der GRÜNEN, der zusammen mit der CDU gestellt worden ist. Es ist ein weiteres Dokument der Realitätsverweigerung, gerade im Hinblick auf den Zustand und die wirtschaftliche Situation in der hessischen Landwirtschaft. Verehrte Damen und Herren, dieser Antrag zeigt sehr deutlich,
wie die hessische Landwirtschaft zum Spielball grüner Experimente gemacht wird. Wer sollte etwas gegen regionale Vermarktungs- und Verarbeitungsstrukturen haben? Das hat niemand. Auch regionale und mobile Schlachtungen vermeiden die leidigen Lebendtiertransporte. Dies ist alles zu befürworten. Verehrte Damen und Herren, soweit Ökobetriebe für ihre Produkte mit intelligenter Vermarktung kaufkräftige Kunden finden, ist dies vorbehaltlos zu begrüßen. Dies hat aber im marktwirtschaftlichen Wettbewerb mit der konventionellen Landwirtschaft stattzufinden. Dann können wir das auch befürworten. Die vielfach zu beobachtende Zurücksetzung und Diskriminierung konventionell wirtschaftender Landwirtschaftsbetriebe verurteilen wir aufs Schärfste. Das sollten Sie tunlichst unterlassen. Und eines ist klar, bestimmender Faktor in dieser Landwirtschaftspolitik ist die Agrarpolitik aus Brüssel. Diese globalistische, auf die globalen Märkte und Marktpreise ausgerichtete Agrarpolitik wurde auch hier in Hessen bereitwillig durch Sie, durch den Bund und hier das Land umgesetzt. Verehrte Damen und Herren, auf die heutige Notlage der Bauern weisen die grünen Kreuze auf den Feldern hin. Sie erinnern sich noch an die vielfältigen Proteste im letzten Jahr. Düngeverordnung, Pflanzenschutzauflagen, Nitratrichtlinie, überbordende Verwaltungs- und Dokumentationspflichten werden zu Recht als unerträgliche Belastung wahrgenommen. Verehrte Damen und Herren, durch die Notwendigkeit von GAP-Ausgleichszahlungen sind die Landwirte so in die vollständige Abhängigkeit der Brüsseler, der Berliner und der Wiesbadener Agrarpolitiken geraten. Gerade dadurch sind die Großstrukturen gefördert und etabliert worden. Dies scheint der vorliegende Antrag der Grünen völlig zu ignorieren. Die Mehrzahl ortsnaher Schlachthöfe, das haben Sie ja eben schon ausgeführt, Herr Müller, wurde geschlossen. Viele Metzgereien schlachten nicht mehr selbst. Regionale Viehverwertungsgenossenschaften gibt es kaum noch. Parallel dazu sind die Tierbestände seit 1990 stark rückläufig, um durchschnittlich 40%, bei Schweinen von 1 Million auf 610.000, bei Milchkühen von 231.000 auf 143.000, bei Rindern von 713.000 auf 438.000. Dieser Schrumpfungsprozess ist Ergebnis Ihrer Landwirtschaftspolitik. Die Regale werden jetzt gefüllt mit preisgünstigen Importprodukten. Verehrte Kollegen, wenn Sie auch zukünftig eine heimische Landwirtschaft, in Hessen produzierte Lebensmittel, den Erhalt unserer Kulturlandschaft wollen, sollten Sie Ihre Landwirtschaftspolitik dringend überdenken. Dann sollten Sie sich für einen partiellen regionalen Schutz unserer Landwirtschaft einsetzen. Das heißt eben nicht auf Brüssel vertrauen, sondern die erforderlichen Mittel vor Ort einsetzen und über eine Marktabschottung nachdenken. Ja, Frau Ministerin Hinz, anfangen könnten Sie da auch gleich mit einem wirksamen Schutz von Haus- und Nutztieren. Das möchte ich hier noch anhängen, nämlich vor diesen Wolfsrissen. Frau Ministerin, Ihre Haltung zu dieser Frage zeigt Ihre vollkommene Uneinsichtigkeit. Die Panik, die zwischenzeitlich unter den Schaf-, Rinder- und Pferdehaltern herrscht, ist Ihnen hinlänglich bekannt. Sie werden ja täglich mit Petitionen dahingehend überzogen. Die von Ihnen propagierten Herdenschutzzäune sind weniger als ein lächerliches Placebo. Ihnen sind die Probleme durchaus alle bekannt, und Sie wissen auch, dass diese Dinger nichts helfen. Frau Ministerin Hinz, sitzen Sie die Probleme nicht weiter aus, handeln Sie, zeigen Sie sich einsichtig für die Probleme, sorgen Sie für die Entnahme der Problemwölfe. Das ist doch das Mindeste, was die Tierhalter hier in Hessen von Ihnen als Ministerin für diesen Sachbereich zuständig auch erwarten dürfen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächstes darf ich das Wort der Kollegin Schorch. Paschkewitz, ja, ich will ein bisschen die Zeit übergeben. Moment. So, jetzt haben Sie das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Zuschauerinnen zu Hause. Für DIE LINKE ist schon lange klar,
um die Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Nahrungsmitteln zu sichern, sind regionale Ernährungssysteme notwendig. Durch eine Regionalisierung von Produktion, Weiterverarbeitung, Vermarktung und Konsum können Kreisläufe geschlossen, Transportwege minimiert und kulturelle sowie ökologische Aspekte des Landschaftsschutzes besser gefördert werden. Doch das Potenzial von regionalen Ernährungssystemen, einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raums sowie eine Wertschöpfung für Klima- und Umweltschutz zu leisten, wird nicht genutzt, geschweige denn ausgeschöpft. Notwendig sind regionale Kreisläufe zugunsten der vielen statt globale Märkte zum Profit der wenigen. Gerade der zurückliegende Lockdown hat gezeigt, und ich konnte mich auf meiner Sommertour davon vielfach überzeugen, dass die Umsätze der sogenannten Hofläden und die Direktvermarktung um ein Vielfaches gestiegen sind. Allerdings gehört dazu für den weiteren Ausbau dieser Vermarktung ein flächendeckender Umbau der Landwirtschaft hin zu einer extensiven, weg von der intensiven Bewirtschaftung der Böden und einer Tierhaltung, die nicht auf Masse, sprich Quantität setzt, sondern eine tierwohlgerechte Haltung und eine Förderung, die die Qualität unterstützt. Dazu müsste sowohl der Tier-, sowohl als auch der Fleischexport massiv zurückgefahren oder am besten ganz eingestellt werden und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen erlaubt sein. In der Fleischproduktion ist noch weitaus mehr wichtig als regionale Erzeugung und Schlachtung. Um die Belastung der Tiere zu vermindern, bedarf es mehr als mobile Schlachteinrichtungen und dezentrale regionale Schlachthöfe. Sollen kleine und privat geführte Schlachthöfe ein romantischer Gegensatz zu den großen industriellen Schlachtungen sein? Ich glaube kaum. Wenn der Mensch Fleisch essen will, dann muss er Tiere töten. Doch wie geht das am besten? Oder wahrscheinlich ehrlicher, wie geht das am wenigsten schlecht? Eins ist aus ethischen und ökologischen Gründen klar: Wir müssen auf Masse und Tierqual verzichten und sollten uns immer wieder selbst fragen, wie viel Fleischkonsum sein muss. Die 28 größeren hessischen Schlachtbetriebe verfügen über eine Schlachtkapazität von rund 53.000 Rindern, 270.000 Schweinen sowie 442.000 Schafen und 28 Millionen Stück Geflügel pro Jahr. Und jedes dieser Tiere ist leidensfähig. Es muss unser aller Ziel sein, den Tieren ein gutes Leben zu ermöglichen und den Tieren ihre letzten Stunden nicht noch schwerer zu machen als notwendig. Die Erweiterung der tierschutzgerechten Weideschlachtung ist in dem Zusammenhang eine gute Sache, aber wird am Ende nur jenen Tieren zugutekommen, die auch mal eine Weide in ihrem Leben gesehen haben. Die Schlachtung selbst muss für alle Tiere verbessert werden. Schlachträume sind kein romantischer Ort, egal wie viele Quadratmeter sie haben. Die Situation auf Schlachthöfen hängt dem hohen Ausmaß von Ausbildung und Training der Mitarbeiter ab. Und hier liegt einiges im Argen. Man muss nur mal auf die Firma Blucon im nordhessischen Gudensberg schauen. Dort werden mithilfe von Sub-Sub-Sub-Unternehmen Menschen eingestellt, die aufgrund ihrer Lebenssituation, unter anderem in Bulgarien und Rumänien, für alle Arbeiten dankbar sind, allerdings wenig ausgebildet, sondern ausgebeutet. So viel zum Thema Gutes aus Hessen. Und dann passieren Fehler vor allem bei der Betäubung.
Das wird meist dann etwas lauter diskutiert, wenn Aktivistinnen und Aktivisten mutig genug waren, um in Schlachthäusern zu filmen und zu dokumentieren, was da vor sich geht. Es existiert kaum eine gesicherte Forschung zu Schlachtfehlern, auch weil die Schlachthöfe wenig Interesse haben, Wissenschaftlern Zugang zu gewähren. Auch wenn sich die Situation in vielen Schlachtbetrieben in den letzten Jahren verbessert hat, so ist sie bei weitem noch nicht zufriedenstellend. Immer wieder wird gegen geltendes Recht verstoßen und tierschutzrelevante Anforderungen mitunter wenig Beachtung geschenkt, beispielsweise der Überprüfung des Betäubungserfolges eines jeden Schlachttieres. Auf ein einzelnes Tier und seinen Zustand wird aus Schlachthöfen nur wenig Rücksicht genommen. Auch haben wir Vollzugsprobleme, weil es an Personal in den Veterinärämtern fehlt, weil bundeseinheitliche Befundkataloge fehlen, weil ungeklärte Zuständigkeiten vorliegen, Verstöße strafrechtlich nicht verfolgt werden oder verfolgt werden können. Insofern muss hier noch einiges passieren. Wir können das nur gemeinsam erreichen, müssen es aber erreichen. Und jetzt gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen zum Antrag der AfD. In deutschen Wäldern werden jedes Jahr Hunderttausende Wildschweine präventiv getötet, damit weiterhin Tiere für die Fleischproduktion unter widrigen Bedingungen und auf Hochtouren gemästet werden können. In der Saison 2018-19 belief sich die Jahresstrecke von Schwarzwild auf knapp 600.000 erlegte Tiere in Deutschland. Experten zufolge ist die großflächige präventive Tötung von Wildschweinen kontraproduktiv. Denn die Schweinepest wird hauptsächlich durch kontaminierte Speise- und Schlachtabfälle verbreitet, also durch den Menschen. Eine Übertragung in die Schweineställe erfolgt also durch den Menschen. An diesem Punkt ergeben Präventivmaßnahmen durchaus Sinn. Für den Menschen und andere Haustierarten ist die Krankheit übrigens ungefährlich. Unter dem Vorwand der Seuchenprävention werden verstärkt Rückjagden durchgeführt, obgleich bei einem Ausbruch der Schweinepest vor allem diese Jagdmethode zu einer Verbreitung der Krankheit beitragen würden. So beschreibt das Friedrich-Löffler-Institut, ich zitiere, eine Bejagung könnte Unruhe in die dort ansässigen Rotten bringen und unter Umständen zu ausgeprägten Wanderbewegungen führen, die das Risiko einer Verschleppung des Erregers erhöhen. So viel dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes ist der Kollege John von den Sozialdemokraten. Der reden darf und ich gebe Ihnen hiermit auch den entsprechenden Strom. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Koalition hat wieder einmal einen Schaufensterantrag aus meiner Sicht gestellt. Mit Bauernhofromantik wollen Sie einen Rettungsanker werfen, aber Sie werfen nur ein Seil, an dem kein Anker dran ist. In der Sache geht der Antrag durchaus in die richtige Richtung, aber dass Sie nach so vielen Jahren Regierungszeit erst jetzt wach werden und darüber nachdenken, dass regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen gestärkt werden müssen, kommt meines Erachtens viel zu spät. Wir erleben ein krankes System, Ausbeutung der Nutztiere, Ausbeutung der im Agrarsektor arbeitenden Menschen und Ausbeutung der Umwelt. Genau deswegen müssen zentrale Ziele einer nachhaltigen Ernährung Umwelt, Soziales, Tierwohl und Gesundheit sein. Was die Regionalität angeht, befinden wir uns seit Jahren im Sinkflug. Die Betriebe nehmen ab, die Tierbestände in den verbleibenden
Betrieben nehmen zu. Wenn man mal vergleicht 2001 mit 2018, dann hatten die Betriebe 2001 223 Tiere im Schnitt im Stall und 2018 1.186 Schweine. Wie das heute aussieht, kann man sich vorstellen. Hier muss ein Riegel vorgeschoben werden. Es kann doch nicht sein, dass die großen Betriebe immer größer werden, die kleinen jedoch von der Bildfläche verschwinden. Und in der Schlachtindustrie, das wurde auch schon gesagt, zeigt sich das gleiche Bild. Der Marktanteil der Top 10 deutschen Schlachter liegt bei fast 80%, und drei davon machen 60% aus. Das ist Vion, das ist Tönnies und das ist Westfleisch. Und die Tendenz ist steigend. Und schauen wir in die Putenschlachterei, so erleben wir, dass hier vier Unternehmen 75% der Schlachtung ausmachen. Aber werfen wir einen Blick auf die viehhaltenden Betriebe in Deutschland. 1992 bis 2018 haben die Schweinehaltungsbetriebe abgenommen von 290.000 auf 22.000. Die Rinderbetriebe von 350.000 auf 140.000. Und bei den Schafhaltern ist es noch dramatischer, von 100.000 auf 9.500. Und jetzt kommen Sie mit Ferien auf dem Bauernhof. Da frage ich mich, auf welchem Bauernhof denn? Auf dem Industriebauernhof zeigen Sie Schweine, wie sie in Kastenständen gehalten werden? Und ich glaube, da spiegelt sie eine falsche Welt. Die Wahrheit ist, es gibt nicht viele Erzeuger. Sehen Sie sich die Statistiken und Prognosen an. Und wenn jetzt keine groß angelegte Offensive zur Stärkung der Landwirtschaft und damit verbunden die Stärkung der Ernährungswirtschaft einsetzt, dann dreht sich die Spirale weiter nach unten. Dann haben wir die Landwirtschaft in 0, nichts durchindustrialisiert. Und wie das in Bildern aussieht, ich glaube, das muss man nicht beschreiben. Widerliche Tiertransporte, Massentierhaltungen werden zur Tagesordnung, wenn sie nicht schon da sind. Wenn wir Regionalität stärken wollen, dann ist es endlich an der Zeit, dass gerade an der Stelle angesetzt wird, wo die öffentliche Hand auch was tun könnte, nämlich Einfluss nehmen auf den Markt, wo sie selbst bestimmt, was auf den Tisch kommt. Sorgen Sie dafür, dass überwiegend regionale Produkte in öffentlichen Kantinen, in öffentlichen Großküchen, in Kurkliniken, in Schulen, Altenheimen und Hochschulen angeboten werden. Ist doch eigentlich ganz einfach. Sorgen Sie dafür. Das wäre schon mal wunderbar, denn wenn man bedenkt, dass Wilke einer der Hauptlieferanten in verschiedenen Krankenhäusern war, dann muss man hier schon Augen und Ohren spitzen. Die kollektive Verdrängungsleistung spiegelt sich in der Verwöhnung der Haustiere und in dem Egal des Schweineleids. Deshalb müssen wir auch die Verbraucherinnen und Verbraucher ansprechen. Und das gelingt allerdings aus meiner Sicht nur durch Aufklärung. Und wo findet Aufklärung statt? In Schulen. Deswegen ist es wichtig, dass Ernährung einen wichtigen Bestandteil in unseren Schulen und wenn auch nur epochal einnimmt. Nur dann haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass sich die Menschen auch Gedanken um ihre Ernährung machen. Es muss vor allen Dingen leichter werden, sich gesund zu ernähren. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen bei einer gesünderen, nachhaltigeren Ernährung unterstützt werden, durch einfachen Zugang zu nachhaltigen Angeboten. Ihre Politik allerdings zielt doch darauf ab, dass sich Bio und Regionalität nur die leisten können, die auch das Geld dazu haben. Und damit spalten Sie die Gesellschaft in Gut und Böse. Bio und Regionalität sollten aber nicht nur der Elite vorbehalten sein. Nein, ja, Sie können Gott anbeten, vielleicht hilft er Ihnen dabei. Jeder sollte etwas, Herr Wagner, von der gesunden heimischen Ernährung abbekommen. Jeder. Und ich sage es noch einmal ausdrücklich, jeder. Und wenn Sie es wirklich ernst meinen, dann sorgen Sie dafür, dass sich generell in der Landwirtschaft etwas ändert. Gehen Sie flächendeckend, konzentriert gegen die Fleischkartelle vor. Sorgen Sie dafür, dass sich etwas in der Tierhaltung ändert. Die industrielle Tierproduktion muss aufhören, und hierfür braucht es ganz klare Regelungen und Strukturen. Das mache ich Ihnen gleich. Nicht erst seit gestern steht die Tierhaltung stark in der Kritik.
das sogenannte Leistungsniveau der Nutztiere, und jetzt komme ich zu dem Vorschlag, den können Sie, müssen Sie sich dann weiterdenken, weil so viel Zeit habe ich nicht, wird stets erhöht. Wird stets erhöht. Ja. 15,3 Ferkel pro Sau, hohe Tageszunahmen der Mast. Und die Folge ist, Kastenstände werden auch noch gerechtfertigt, da sonst die Sau ihre Kleinen erdrücken könnte. Ja, warum werden diese fadenscheinigen Ausreden denn gebraucht? Doch nur des Profits wegen. Tierwohl spielt hier keine Rolle. Und Tierschutz hat seit 2002 Verfassungsrang. Und die Vermeidung von vermeidbarem Leiden ist im Tierschutzgesetz festgelegt. Vermeidbar wäre es allemal Tiertransporte, Todeszellen, 9% Fehlschlachtung. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was mit Fehlschlachtung gemeint ist. Eine Fehlschlachtung liegt dann vor, wenn das Tier nicht richtig betäubt ist und es quasi den Tod miterlebt. Und neueste Forschungen zeigen, dass Schlachttiere bereits wissen, wenn sie auf den Tiertransporter geführt werden, dass der Tod naht. Die Nutztierhaltung in Hessen und damit in Deutschland muss den fachlichen und gesellschaftlichen Ansprüchen an Tier- und Umweltschutz entsprechen und trotzdem wettbewerbsfähig bleiben. Deswegen brauchen wir einen sofortigen Umbau der Landwirtschaft, ohne dass dabei, und ich sage wieder, betone das, ohne dass dabei die Landwirte die Leidtragenden sind. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch 2018 fast 90 Kilo. Der Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei Schweinen liegt bei etwa 120, bei Kühen bzw. Rindern bei etwa 110 und bei Geflügel bei etwa 106. Das schwankt immer mal so ein bisschen. Da muss man sich schon die Frage stellen, ob das alles so richtig ist, was wir hier fördern. Wir fördern an falscher Stelle. Unser Ziel muss sein, mehr regionale Produkte und mehr Qualität anzubieten, die sich jeder leisten kann. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es aber keine Lippenbekenntnisse, ihr braucht es völlig neue Förderpolitik, die genau auf Regionalität und Qualität abzielt. Wir brauchen keine Schweinezüchtungen, wo wir täglich die Gewichtszunahme feststellen müssen. Wir brauchen keine Schweine, die 15 und mehr Ferkel werfen. Mittlerweile gibt es Schweine, die teilweise über 20 Ferkel werfen. Statt den Massentierhaltern das Geld zuzuschieben, sollten wir zurückrudern und der heimischen Landwirtschaft die Chancen geben, sich wieder zu erholen bzw. wieder aufzubauen. Meine Damen und Herren, Sie wollen den Erhalt und die Ausweitung regionaler Schlachtungen. Das ist erst einmal gut, gar keine Frage. Sie betrachten aber das nicht ganzheitlich, weil zur Schlachtung gehört das Handwerk. Und das Handwerk, und das wird Minister Boddenberg bestätigen können, das Metzgerhandwerk verliert und verliert und verliert. Es gibt kaum noch Menschen, die diesen Beruf lernen wollen. In Hessen ist es so, dass die beiden Handwerkerschaften Bäcker und Metzger etwa 400 Azubis jedes Jahr haben. 400 auf Gesamthessen betrachtet. Und das meiste sind wahrscheinlich Bäcker. Und daran können Sie sehen, dass die Attraktivität der Fleischindustrie oder dass die Fleischindustrie alles dazu getan hat, dass die Attraktivität des Metzgerberufes in den Keller gegangen ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Attraktivität, die wir einmal hatten, wieder hervorbringen. Und ich glaube, da spreche ich auch für Sie, Herr Boddenberg. Es kann Ihnen ja eigentlich auch gefallen, dass es wieder Metzger gibt, die Spaß daran haben, ihr Handwerk auszuüben. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Das war aber jetzt ein Zwischenruf, den müssen wir jetzt zugute halten. Letzter Satz. Geiz ist geil, ist bei Ernährung völlig an der falschen Stelle. Wir müssen umdenken, damit unsere Landwirte faire Preise erhalten, sie ihre Mitarbeiter fair entlohnen können und letztlich auch den Tieren faire Verhältnisse geboten werden können. Dankeschön. Ich glaube, lieber Präsident, auf den Antrag der AfD gehe ich nicht ein, weil ich ihn unsinnig finde, und da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Dankeschön. Gut, vielen Dank. Ich habe das Brutto- und das Nettogewicht der Schweine zusammengelegt und kam dann auf 40 Sekunden zusätzlich. So, als nächstes meine Fraktionskollegin Wiebke Knell.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich muss sagen, ich war sehr erfreut, als ich den Titel des Setzpunktes gelesen habe, weil regionale Lebensmittelerzeugung, regionale Verarbeitung und Vermarktungsstrukturen, das sind alles wichtige Themen. Und wichtig auch für die Verbraucher, denn die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Lebensmitteln aus der Region steigt ja auch und ist auch gut so. Und regionale Vermarktungs- und Verarbeitungsstrukturen sind natürlich auch ein Umweltthema, weil je kürzer der Weg, desto besser ist es dann natürlich auch. Genauso entscheidend ist das Thema auch für die Landwirte, denn die Landwirte wollen sich ja aus der Abhängigkeit von den Supermarktketten und großen Schlachtbetrieben lösen. Und das schaffen sie natürlich dann, wenn es dezentrale Verarbeitungsmöglichkeiten gibt und vor allem eben dann auch regionale Vermarktungsstrukturen. Und auch aus Sicht des Tierwohls ist es natürlich ganz entscheidend, die Wege möglichst kurz zu halten. Und deswegen ist es gut, dass wir heute die Gelegenheit haben, über das Thema zu sprechen. Aber wenn man sich dann den Antrag genauer anschaut, ist es ein bisschen enttäuschend und es ist leider wenig Substanz zu erkennen. Ich denke mal, dass der Antrag der Koalition so zustande gekommen ist, Punkte 1 und 2, das ist grüne Programmatik, erkennt man ganz klar. In der Überschrift waren ja dann auch noch Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen. Das zu fördern ist hier, glaube ich, auch Konsens in diesem Haus. Aber plötzlich geht es dann doch um ökologisch erzeugte Lebensmittel, ökologisch erzeugte Fleischwaren. Und der Kollege Müller hat ja dann auch gesagt, und schön ist, dass das dann meistens auch der Einstieg in Bio ist. Also da erkennt man schon ganz klar die Richtung. Dann kommt in Punkt 3 auch noch die Ökomodellregionen. Die sind ja quasi ein Evergreen. Und bei all diesen Worten werden sie leider dann doch nicht konkret. Weil es aber ein Antrag der Koalition werden sollte, hatte dann die CDU noch die Gelegenheit, ihren Teil beizutragen. Da musste man dann schon ein bisschen weiter in die Vergangenheit schauen, damals, als wir noch gut zusammengearbeitet haben. Und da lesen wir dann in Punkt 4 von der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen und der Qualitätsmarke geprüfte Qualität Hessen. Das sind auch gute Sachen, aber Sie sagen selbst, die ist auch schon seit 2003 zugelassen. Das ist also nun wirklich nichts Neues, hat nichts mit der aktuellen Landesregierung zu tun. Nein, und wenn man sich dann noch die Richtlinien anschaut, zum Beispiel, dass bei Gutes aus Hessen Ferkel noch nicht mal aus Hessen kommen müssen, sondern auch noch die Landwirte, die dort mit drin sind in dieser Diskussion um die Richtlinien, darauf hinweisen müssen, dass die Ferkel doch wenigstens aus Deutschland kommen sollten, dann ist das schon ein interessanter Aspekt, finde ich. In Bayern ist man da sehr viel strenger. Da müssen die Tiere auch aus dem Bundesland kommen, dort geboren sein. Interessant wird es in Punkt 6, da geht es dann um die Schlachtbetriebe in Hessen und deren Kapazitäten. 479 Schlachtbetriebe gibt es in Hessen, sagen Sie, und die Kapazitäten seien häufig nicht ausgelastet. Und dazu hatte ich dann auch eine kleine Anfrage gestellt vor einigen Wochen, weil es mir komisch vorkam. Einerseits sagt Frau Hinz, wenn es um schließende Schlachtbetriebe geht, es gibt genug Kapazitäten und sogar eine deutliche Unterauslastung. Andererseits ist dann bei hessischen Landwirten auch Panik ausgebrochen, als Tönnies dann eine Woche schließen musste und die Landwirte ihre Schweine nicht mehr losgeworden sind. Die Preise waren sowieso schon im Keller. Und dann kam die Nachricht, dass Tönnies zeitweise schließen muss. Und dann hatten es die Schweinehalter dann noch schwerer, irgendwie Abseitsmöglichkeiten zu finden. Und wenn dann die Schweine zu lange im Stall sind und zu schwer geworden sind, musste man dann auch noch Strafen zahlen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Und in der Antwort auf meine Anfrage konnte man dann auch lesen, der Eigenversorgungsgrad beim Schweinefleisch liegt bei 20-25% in Hessen. Das heißt, ab der ersten oder zweiten Märzwoche gäbe es dann keine Aalewurst mehr für Hessen, wenn wir uns nur mit hessischen Schweinen. Das ist natürlich ein Punkt, den kann ich so nicht unterstützen. Das ist auch eigentlich schlecht. Ja? Wir bräuchten eigentlich mehr Tiere, die hier gehalten werden. Und in der Beantwortung stand auch, die Auslastung bei den Schlachtkapazitäten liegt bei rund 50%. Dann sieht man doch, es fehlt dann doch an den Strukturen. Das zeigen diese Zahlen eindeutig. Weiterverarbeitungsmöglichkeiten, Vermarktungsmöglichkeiten und auch die Vermarktungsnetzwerke, das sind, glaube ich, die Punkte, wo es mangelt. Und da müssten Sie ran als Landesregierung. Deswegen gibt es da jetzt auch wenig Grund zum Selbstlob, finde ich. Dann schreiben Sie weiter, Sie wollen prüfen, wie Sie die strukturellen Nachteile der kleinen Schlachtbetriebe gegenüber Tönnies und Co. beheben könnten.
Und das ist zumindest die richtige Frage. Aber wie Sie das lösen wollen, dazu sagen Sie nichts. Das ist schade. Und am Ende kommen Sie zur mobilen Schlachtung von Schweinen, Rindern und Geflügel. Und auch die Weideschlachtung per Kugelschuss bei Rindern sprechen Sie an. Das sind gute Projekte. Ich kann auch als Jägerin sagen, es ist ein stressfreies Töten für Tiere, wenn sie erschossen werden und es eben nicht mitbekommen, im Vergleich zu dem Stress, der vielleicht bei langen Transporten dann auch entstehen kann. Und die Weidetierhaltung gilt als besonders tierfreundlich, und sie wird von der Landesregierung ja auch gewünscht und politisch vorangetrieben. Und an der Stelle habe ich dann noch eine Idee für die Landesregierung, wie Sie die Weidetierhaltung unterstützen könnten. Lösen Sie doch vielleicht mal die Probleme mit den beiden fest ansässigen Wölfen in Hessen. Ja. Im Stölzinger Gebirge, im Vogelsberg, es werden inzwischen auch haufenweise Jungtiere gesichtet. Die Weidetierhalter verlieren jegliche Motivation, wenn sie mittlerweile seit Monaten in purer Angst um ihre Tiere leben. Und Sie haben, aber gut, lassen wir es dabei sein, das wäre ein extra Punkt wert. Sie haben hier heute einen Antrag vorgelegt, der eine Loseblattsammlung ist. Es sind viele warme Worte, aber das Ergebnis ist doch eher dünn. Und wer Maßnahmen des Jahres 2003 und 2007 auskramen muss, um die eigenen Erfolge zu untermauern, der hat dann doch vielleicht nicht ganz so viel erreicht. Und wenn wir Transportwege allgemein verkürzen wollen, dann brauchen wir dezentrale Schlachtkapazitäten in der Fläche. Da sind wir uns einig. Neben dem kleinen Metzger, der 3 Schweine in der Woche schlachtet, brauchen wir aber eben auch Schlachthöfe und Zerlegebetriebe für die größeren. Und da ist es auch eher dünn geworden in den letzten Jahren. Wir mussten in Nordhessen in Bad Wildungen schließen, Kassel schließen. Wir haben aber dennoch noch nennenswerte Mastbetriebe. Aber bei den Schlachtkapazitäten gibt es dann doch Probleme. Und das ist auch der Grund, warum die Betriebe in Nöte gekommen sind, als Tönnies dann für ein paar Tage schließen musste. Und heute konnte man bei uns in der HNA lesen, die Zahl der Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe im Schwalm-Eder-Kreis hat sich von 69 im Jahr 1999 auf aktuell schon 35 halbiert. Und anderswo sieht es ja nicht besser aus. Und einzelne kommen hinzu, 35 Heide. Und anderswo sieht es nicht besser aus. Und da kommen Einzelne natürlich hinzu. Also in Schwalmstadt mit Hellwig wird ja ein großer Betrieb gebaut. Aber die Planungen sind natürlich auch schon aus 2011 oder 12, weiß es nicht mehr genau, aber ist auf jeden Fall schon lange her. Also auch da ist der Beitrag dieser Landesregierung begrenzt. Aber es ist gut, dass es gefördert wird. Ja, aber das Problem, was ich sehe, eigentlich wollen Sie ja die konventionelle Tierhaltung, die auch die Masse dann der Menschen versorgt mit Schweinefleisch und anderem Fleisch, das wollen Sie ja weiter verdrängen. Und das in Zeiten, wo die Tierhaltung in Hessen sowieso schon auf dem Rückzug ist. Und deswegen kommen Sie dann mit kleinen Projekten, die man von mir aus auch alle machen kann. Ich habe nichts gegen die Projekte. Das sind alles gute Projekte. Aber sie lösen nicht die großen Probleme. Wenn wir die Auslastung der Schlachtkapazität von 50%. Das ist ja zum Beispiel, wenn der Metzger vor Ort 3 Schweine in der Woche schlachtet, aber er könnte 6 Schweine schlachten. Ja? Wer aber eine Schweinemast betreibt und hat dann 300, 500, 1.000 oder 2.000 Schweine, und das sind ja die Größenordnungen, die dann die Probleme haben, das ist auch das, was sie eigentlich nicht wollen, dem nützt auch die Kapazität beim örtlichen Metzger nichts. Und da zieht dann auch kein Projekt wie Extrawurst. Da braucht man einen echten Schlachthof, und das muss keiner sein, das möchte ich auch nicht, in der Größenordnung Tönnies. Aber wir brauchen mittelständische Schlachthöfe, die werden durchaus gebraucht, und wir brauchen Verarbeitungsbetriebe, die Sie eigentlich ja auch nicht wollen. Aber gut, Sie haben es in der Analyse richtig erkannt. Die kleineren Betriebe haben strukturelle Nachteile gegenüber den ganz großen. Es gibt da Mengeneffekte, die die Kleinen nicht kompensieren können. Sie können auch nicht mithalten mit den Preisen von Tönnies und Co. Und deswegen sehen wir da auch eine starke Zentralisierung. Und einen Schlachthof, einen kleineren oder mittleren Schlachthof heute neu zu bauen, ist ja fast unmöglich. Weil wenn der erste Plan publik wird, hat man ja schon Tierrechtsorganisationen, Bürgerinitiativen, den Grünen Ortsverein und Umweltschützer vor der Tür. Und deswegen braucht doch eigentlich, wer einen Schlachthof bauen will, der braucht doch die Unterstützung der Politik. Und das muss man dann auch ernst meinen.
wenn Sie es ernst meinen mit den kurzen Transportwegen, warum setzen Sie sich denn nicht dafür ein, dass wir mehr Schlachtbetriebe bekommen? Wo bleibt die Initiative der Koalition, dass es das Land auch vielleicht mal selber in die Hand nimmt? Warum bauen wir denn nicht selber einen Schlachtbetrieb? Vielleicht betreiben wir den auch mit als Land. Wenn wir das wirklich wollen, könnte man das tun. Also, was Sie vorgelegt haben, das ist ein bunter Mix aus Maßnahmen der vergangenen Jahre. Das ist nicht alles schlecht, aber die großen Probleme werden da nicht angegangen und keine echten Fortschritte erreicht. Ein Satz noch zur AfD. Der Antrag der AfD hat natürlich überhaupt nichts hiermit zu tun. Der Antrag ist auch total dünn. Ja? Da steht nicht wirklich viel drin. Und es gibt so viele Maßnahmen, die man auch zur Unterstützung der Jägerschaft und der Hundeführer machen könnte. Ich habe deswegen heute einen Antrag eingereicht, den wir im ULA dann beraten können. Aber das, was Sie gemacht haben, das ist keine Unterstützung der Akteure vor Ort. Und ein Wort noch zur Kollegin der Linken, liebe Heidemarie. Ich nehme dich aber gerne mit auf eine Wort. Der Drückjagden, die bei uns in der Heimat. Und dann kann ich dir zeigen, dass, das vielleicht, dass deine Vorurteile vielleicht nicht dem entsprechen, was Realität ist. Bist herzlich eingeladen, können wir einen Termin ausmachen. Dankeschön.